Glück und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem Champions League Match gegen Manchester City. Hinspiel in Manchester 4 zu 2. Das sollte doch machbar sein, Fragezeichen. So. Auch ihr kriegt nur eine Leier. Schlagt euch drum. So. Ja. Genau. City, wie gesagt, Hinspiel 4-2. Und wir überspringen natürlich die Links. Und ich würde sagen, ja, da vorne hat sich einer verdient, definitiv heute. Und das wird Asier Villalibre sein, der definitiv heute zumindest mal von Beginn an ran darf. Und deswegen spielt er auch heute, weil er seine wichtigen Situationen gemacht hat. Letztes Spiel auch zwei Treffer gemacht. Davor hat er eins gemacht und zwei vorbereitet. Also wie gesagt, so schlecht ist er gar nicht. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und es geht heute um das Rückspiel im Achtelfinale. Athletic Bilbao gegen Manchester City. Spannendes Rückspiel heute. Die Gastgeber konnten das Hinspiel knapp für sich entscheiden. Ich denke aber, es ist trotzdem noch alles drin. Das ist eine Mannschaft, die das aufholen kann. Lässt sie nicht verunsichern, bleibt ihrer Linie treu. Und vielleicht können sie das Ding ja heute auch noch drehen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und vorne drin sehen wir bei ihm heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei ihm. Gozabel, der hat ja gelb gesehen im Hinspiel. Der ist bedroht von der Sperre. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. John Stones spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Und im Sturm ist Erling Haaland. Na dann. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. Wie gesagt, Hinspiel 4-2. City braucht Minimum zwei Treffer, um hier irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Also, wenn wir keine eigene machen. Also zwei, ein Sieg mit zwei Tordifferenz ist, glaube ich, trifft es, glaube ich, besser. Palmer. Er dribbelt in die Mitte. Palmer, und da ist nicht das Erste. Haaland. Sag ja, selbst mit dem 4-2 ist City noch nicht abgeschrieben. Eine kurze Ecke. Hey, Mats. Elfmeter. Scheiße. Oh Mann, ey, das geht schon wieder gut los. Wenn City jetzt das 1-0 macht, sieht das schon wieder nach 8 Minuten, dann sieht das wieder schon eine ganz andere Nummer aus. Also durch ist das Ding hier noch lange nicht. Ah ja, ja, ist das wieder. Haaland gegen Kepa. Keiner nichts. So, City ist dran, 4-3. Ah, keine Chance mit der Schusstechnik. Also, Erling Haaland 1-0, 8. Minute. Wir müssen uns jetzt ein bisschen
zusammenreißen, mehr oder weniger. Nicht nur zusammenreißen, sondern weil unsere Chancen nutzen. Und da ist doch CSIAS. Oh ja, so war, aber jedoch schon lässt sich nicht ausspielen. Williams nach zwei Spielen 90 Minuten auf der Bank. Und dann ist die große Chance da auf den Ausgleich. Jetzt sind wir auch so ein bisschen drin. Der erste Schuss war auf Ederson, der zweite war der Schuss an den Pfosten. Merino. Ja, kann aber bleiben, bleibt am Ball. Ah, Stones. Ja, sieht durchaus vielversprechend. Hat er Glück, dass er den Ball. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Abflug. Sanchez. Manu Sanchez am Platz. Nein! Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Leck mich doch am Arsch, jetzt gibt es den Elfmeter auf der anderen Seite. Handelfmeter, der zweite. Ja, und zwar ganz klar, das kann auch eine gelbe, das muss sogar eine gelbe Karte eigentlich fast geben, weil er den richtig schön mit dem Arm weggewischt hat. Der eine Neuner hat schon getroffen. Der zweite Fragezeichen direkt mit, oder was? Ja, und zwar äußerst souverän. 1-1. Puh, meine Nerven beruhigen sich wieder ein bisschen. 24. 200 Meter heute schon. Ederson geht nach rechts oder von links von uns aus gesehen. Und wir hauen das Ding quasi ins andere Eck. Ich habe den Zucker nämlich gesehen, deswegen war es da nicht schwer. Spiel läuft wieder, neuer Spielstand insgesamt 5-3. Also Nyaki auf jeden Fall erstmal schon mit der Haaland-Fee. Glück gehabt, De Dias klärt. Ist hier immer noch am Ball. Nein. Sehr gut geklärt. Oh ja, so ein Ball. Williams. Olmo. Ach, das war zu einfach. Olmo, Windspiel noch zwei Tore gemacht. Erling Haaland. Foden. Ja. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Gut durchgesetzt. Nichts passiert. Abgeblockt. Kein Problem für den Torhüter. Und das habe ich jetzt gerade fast schon wieder als Handelfmeter gesetzt. Wäre jetzt der dritte in diesem Spiel gewesen. Da passt er auch. Horta, gut gemacht. Die Mitspieler Rodri. Kommen ihm zu Hilfe. Foden. Sie können es machen. Oh, und Kepa! Wechsel bei City. Oh, Grealish. Jetzt schon? Der Ball kommt rein. Von Palmer. Ja gut, Wechsel kann man nicht verstehen, weil der nicht wieder zu viel auf die Reihe gekriegt hat. Der gut. Kurt Palmer. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das. Ey, Marsch, genauso wie im Spiel. 1 und 2, 5-4. Genau in dem Moment, als City diesen Wechsel macht. Dieses Tores ersetzt sich durch. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz. Ja, die Abwehr sieht nicht gut aus. Da habe ich dich. Neuer Gesamtspielstand, 5-4. Also mal kein Handelfmeter, sondern ein normaler. Oh ja, Sabal. Jetzt kann er mal. Kann sich gegen diese beiden durchsetzen. Oh ja, Sabal, jetzt wird's gefährlich. Parade von Ederson, Gefahr noch nicht bereinigt. Ederson mit der guten. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. So. Ika Muniain. Der muss per Effet gehen.
Chance lässt er liegen. Der Ball geht in die Mauer. Pause. Oder? Ja. Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Ja, 1-2 der Rückstand zur Halbzeit. Holland und Elmas mit den Treffern. Die Bayern liegen gegen AC zurück. Ja, lieber so gut wie gar nichts auf die Reihe bekommen. Ich brauche also einen zweiten Knipser, zweiten Spieler da vorne drin, der mal was bringt. Deswegen der Wechsel. Ja, lieber heute jetzt raus und Boah, hallo drin. Läuft jetzt gut bei Manchester City. City ist definitiv noch nicht tot. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Haaland! Kepa macht einfach zu, macht dicht für hinten. Glück gehabt. Eieieiei. Da kommt die Flanke. Da passt er auf. Und hat den Ball. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander-Spiel für Athletic Bilbao. Dann geht es zu Hause gegen Almeria. Aber ganz kurz. Nein, der muss rein. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Und das war Olmo mit der Vorlage, der den Ball außen geholt hat. Aber Manu setzt sich durch. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Williams hängt Stones ab. Szene immer noch gefährlich. Die Chance für Williams! Boah, der verzieht aber komplett. So ein perfekter Konter sein kann. Auch wenn es hier nicht geklappt hat, das war ein toller Spielzug. Cancelo, Horta. Grealish. Ricardo Horta. Ja, das ist ein guter Pass. Oben ein Haar, der Doppelpark, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. City wird wechseln. Er geht in den Strafraum. Skipper. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Olmo! Ausgleich! Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Jetzt kann er! Wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck. Jetzt kann er auch nochmal seinen Treffer machen. Trifft hier zum dritten Mal gegen seinen Ex-Club. Weiter. Insgesamt steht es also 6-4. Wieder auf den Williams. Dani Olmo ist das. Olmo. Drin. Boca, Spiel gedreht für Athletic Bilbao. 71. Doppelschlag. Und wieder ist Olmo mit dabei. Mit dem Tor nach Vorlage. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Williams, Olmo, Flanke auf den zweiten Pfosten. Rein ins Glück, kein Tor, kein Torwart im Tor. Und der eingewechselte Boca trifft. Ja, Pep vor dem Aus. 71. 19 Minuten haben wir noch. Und City braucht jetzt Minimum 3 Treffer. Eddie Velmas. Rodri. Ball ist weg. Der Konter über Borja Mayoral.
Williams, sogar das vierte. Wieder 4-2, 77. Also jetzt haben sie es innerhalb von wenigen Minuten, ich meine ganz 10 Minuten, 3 Treffer gemacht, das Spiel komplett auf die Beine gestellt. Oder auf den Kopf gestellt, mehr oder weniger. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Bocher, ohne Probleme. Und ich weiß nicht, ob es schon wieder Stones war, der da hinten komplett pennt. Jetzt glaube ich zum zweiten oder zum dritten Mal pennt. Oh, Pep, ja, für den ist natürlich jetzt richtig. Der will ja das Ding gewinnen. Das wird heute enger. Wie im Hinspiel schon. Grealish, nö. Klasse Pass. Oh, knapp. Oh, und Olmo. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Stones. Ja. Das ist ein richtiger Wechsel. Akanji jetzt neu drin. Das war. Also, der ist absolut richtig, der Wechsel. Gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Kurz vor dem Schlusspfiff heißt es hier 4-2. Wir werfen mal schnell den Blick voraus. Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt, ist das das Tor? Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Olmo kommt diesmal nicht durch. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Könnte was werden. Haaland. Eine Herausforderung hier für den Torhüter. Ja, das war's. City ist raus. Wir schaffen es dann irgendwie doch noch, das Spiel zu. Wir schaffen es dann irgendwo doch noch, das Spiel für uns auf unsere Position zu drehen. So. Immanuel muss mal. So, kann ich eigentlich den letzten Wechsel noch machen? Nö. Gut, egal. Ist nicht schlimm. Es gibt Eckball für City. Und wir wechseln jetzt durch. So, nachdem wir United in der Gruppenphase geschlagen haben, jetzt auch den großen Rivalen City deutlich 8-4 nach Hause geschickt. So, Ecke kommt. Jubel bei den Fans der Gastgeber, das war's. Die nächste Runde. City raus, Pep ist raus. Gratulation zum Weiterkommen. Jetzt darf man die nächste. Und wir stehen im Viertelfinale. Ich glaube, eine richtige Bewährungsprobe war das in diesem Duell noch nicht. Da kommt noch ganz andere Kaliber. Ja, was heißt keine Bewährungsprobe? City hat uns unter Druck gemacht, hat auch nicht Druck gemacht. Sie hätten halt ihre Chancen nutzen müssen, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Wir haben sie halt genutzt, diese paar, die wir hatten. Aber weil auch deren Verteidigung, ich habe Stones in allen Fällen, der gab es zwei oder drei Mal uns laufen lassen. Da hat er definitiv. Erling Haaland! Kepa ist da, da hätten wir. So, jedenfalls haben wir unsere. Ja, es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben einfach gefühlt, wir haben uns mehr Chancen gemacht. Die Bayern gegen AC Mailand 2-2 rausgeholt. Jetzt gucken wir mal gerade, wer so weit überhaupt ist im Viertelfinale. Hier erstmal. Ah, im Achtelfinale, Entschuldigung. City gegen Chelsea gegen Benfica 4-2. Addition 7-5. Chelsea weiter. Porto Juventus Turin. Da ist Turin mit 5-4 weiter. PSG gegen Sporting 6-1. Klare Sache. Leipzig gegen Sevilla 0-1, 1-2 in der Addition, damit ist RB raus. Wir schlagen City, wie gerade gesehen, insgesamt mit 8-4. Bayern fliegt auch raus, 4-5 gegen AC Milan. Ja, Liverpool gegen Rom 3-4, auch da ist Rom weiter, der eigentlich Außenseiter meiner Meinung nach, aber okay. Und wo wir gerade beim dritten deutschen Verein sind, Dortmund ebenfalls raus mit 2-3 gegen Manchester United. Also drei deutsche Vereine, direkt im, alle drei deutschen Vereine direkt im Viertelfinale raus. Oder drei überhaupt. So, beim Turnierpreis geht 9,6 Millionen.
Ich guck mal gerade, wer jetzt der nächste Gegner überhaupt in der nächsten Runde ist. Wir haben den 29. Spieltag demnächst. Wir haben jetzt aktuell Vorsprung auf 20 Punkte. 6 vor Ende. Das heißt noch 3 Siege und dann haben wir's. Jetzt haben wir noch Almeria als nächsten Gegner. Also wie gesagt, 3 Siege. Und dann hätten wir zwei, drei, dann hätten wir es durch. Ja. Das heißt, in der nächsten Session könnte das rein theoretisch schon das Ende für. Könnte ja schon der Titel sein. So, ich gucke mal gerade wegen der Champions League, weil das wollte ich nämlich gemacht haben, wer der nächste Gegner ist. Aber wir haben doch gar keine. Okay, wir haben doch keine Auslösung. Okay. Halt. Ich möchte gerne die Simulation stoppen. Der nächste Gegner ist definitiv erstmal Maria. Das werden wir uns aber morgen jetzt angucken. Ich guck mal gerade. Ist wie auch immer. So. Gut. Ich bin raus heute. Aber können wir nochmal reingucken? Können wir nochmal reingucken? Bitte, liebe Leute. Steht das schon fest? Viertelfinale gegen Chelsea. Okay. Der nächste englische Club, also der kriselnde FC Chelsea, dann am Ende der nächste Gegner. Ja, Sevilla und Roma wären vielleicht leichteren Gegner gewesen, aber okay. Champions League ist kein Wunschkonzert. Wir müssen es sehen, wie es kommt. Und wir werden auch dem FC Chelsea versuchen, so großen Ärger wie möglich zu machen. Ich bin raus heute und wir sehen uns morgen wieder um 2 gegen Almeria.